Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, in dem heutigen Video haben wir mal wieder 5000 V-Bucks zum Verschenken. Ihr kennt das Format, Leute. Wir gehen in eine einfachen Solo-Runde rein. Ich lasse mich von Anfang an direkt killen. Wir gucken einfach nur zu, Leute. Und die Person, der wir zugucken, die kann 5000 V-Bucks gewinnen, wenn die einfach nur den epischen Sieg holt. Einzige Bedingung, man muss unter den Top 21 Spielern sein, um sich dazu zu qualifizieren. Wenn nur noch 19 Spieler leben, dann ist man raus. Das heißt, der Person, die wir zugucken, wenn die irgendwo unterwegs gekillt wird, ist das an sich nicht schlimm, wenn die Person immer noch unter den Top 21 Spielern ist. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich freue mich natürlich über ein Like. Und wenn ihr diesen Creator-Code hier eintragen würdet, Bus geht maximal raus. So, ich würde sagen, go, Junge. So, Leute, erste Runde ist am Start. Ich habe die Krone, die können wir auch direkt verschenken. Guck mal, wer ist denn hier so lieb? Ich glaube, die hier vorne ist lieb. Ey, Junge, er macht hier Rambazamba mit seinen Dings. Ah ja, du kriegst die auf jeden Fall nicht. Ich frag den mal da vorne, ob der die haben möchte. Ey, ist der lieb? Weiß nicht, ob der lieb ist. Nee, der ist auch nicht lieb. Ja, dann gönne ich dem auch nicht die Krone. Einfach schade, das Verhalten. Die hätten beide jetzt die Krone haben können. Aber nein, man muss ja auf mich draufballern. Digga. Okay, Leute. Ich würde sagen, in der ersten Runde gehen wir nach Corney Crossroads. Und da gucken wir mal, was da für Leute unterwegs sind. Und vor allem wenig... Warte mal, ich droppe einfach mal meine Krone hier in der Luft und mal gucken, ob da einer hinterher fliegt. Guck mal, geht einer mit der Krone runter. Oder? Ja, ja, guck mal, der will die Krone haben. Der will die Krone haben. Die kann der von mir aus haben. Der kann auch den Kill haben. Nein, komm doch runter, ey. Komm runter, Junge, hallo. Bro, er nimmt die Krone nicht. Ich gehe mal kurz zu dem Spider-Man hin, weil von mir aus kann der mich gerne killen. Komm mal her, Junge. Boah, ich wollte dir sowieso den Kill geben, aber ich meine, das weiß der nicht. Kitty Tickler. Okay, gucken wir, wie der spielt. Der ist außerhalb von Corner Crossroads gelandet. Oh, jetzt hat der einen Lag. Junge, er hängt einfach. Oh, das sieht schon mal nicht gut aus, wenn der Internetprobleme hat. Dann geht das auf jeden Fall schon mal sehr schlecht los. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so bleibt. Sein Aim war auf jeden Fall on fleek. Der hat mir 100er gegeben. Ich war weg. Und ich glaube, der spielt nicht schlecht, der Kollege. Ich sag ehrlich, das könnte diesmal wirklich was werden. Er holt sich da noch eine Angel raus, hat die Kettensäge parat, lässt die Kettensäge liegen für die Angel. Wichtig. Oh mein Gott, kriegt nochmal einen blauen Fisch hier. Super wichtig. Hat auch noch einen Biggie parat. An seine Stelle würde ich auch noch den Biggie sneaken, aber ich meine, das muss er wissen. Kriegt noch mal so ein Riftfisch oder was das da ist. So ein, ja, ist kein Riftfisch gewesen. Wie heißen die normal? Nullpunktfisch. Und einen normalen Fischkopf bekommt der noch. Ja, okay. Den Biggie pfeift der sich komischerweise nicht rein. Hat aber schon auf jeden Fall gute Waffen parat. Der erste Gegner. Zwei Hit nur noch, der ist weg. Den hat der. Entspannt. Kitty Tickler am Stisseln hier. Da vorne sind auch noch ein paar Stück. Ah, das ist der neue Battle Pass Skin. Jetzt zieht er sich ein Biggie rein. Aber sehr schlechtes Positioning. Bei hinten sind ein paar Gebäude gewesen. Wenn er einen Snipe abbekommen hätte, auf Kopf wäre vorbei. Ja, aber so scheint er nicht schlecht zu sein, ne? Wow! Da hat der einfach verloren. Gegen Hamza V2908. Ich hätte gedacht, der klärt das jetzt, aber der ist irgendwie blöd reingegangen, ich sag ehrlich. Und dann wurde noch mit der MP, glaube ich, gesprayt von dem Hamza hier. Macht der kurz sein Soft-Aim an, oder wie? Macht Soft-Aim an! Okay, jetzt ist er hier nochmal im Zelt reingegangen, hat nochmal Greenlight full gemacht. Der braucht aber ein paar Minis oder sowas, ne? Aber ich glaube, da vorne sind Safe-Fächer. Digga, der ist One-Hit, geh rein. Geh rein, den bekommst du. Hol den. Da oben irgendwo ist er aber auf dem Baum. Hol den runter. Bau den runter. Ich glaube, der hielt sich. Oder was macht der? Nee, der haut ab, ne? Er kriegt Fall Damage. Hatte Anonym-Modus drinne. Aber jetzt hat der hier auf jeden Fall ein bisschen Blue Life. Schmeißt er sich direkt. Da liegt eine goldene Pump. Wow. Mad Nebel würde ich mitnehmen. Jetzt hat der sehr, sehr guten Loot. Fehlen zwar immer noch ein paar Minis, aber so an sich, wenn er sich jetzt gut anstellt, da vorne ist noch ein Automat, da könnte der auch noch ein paar Minis rausbekommen. Sonst schmeckt es auf jeden Fall schon. Ne, die Minis holt er sich jetzt hier nicht. Bringt dir hier nochmal kurz die Tankstelle zum Explodieren. Da vorne ist einer. Oh, ich glaube, der Gegner ist gut. Ich weiß nicht, Kollege. Oh. 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 Jetzt kommen zwei Stück. Bro, es ist immer so schlecht, ne? Du fightest gegen einen, dann kommen zwei Stück, Digga. Flipp ich aus. Ja, ist nur ein zweiter Gegner. Next to Stunts. Okay. Oh mein Gott. Zyzlin heißt der, den er geholt hat. Zyzlin, Junge. Wie kommt man auf so einen Namen? Kann man ja gar nicht mehr aussprechen. Ja, schlimmer wie mein Name. ZYZTM.
Ich werde nicht abonniert, schade. Hat jetzt hier auf jeden Fall Baba Equipment, aber so wenig Leben. Wenn jetzt ein Gegner pusht, dann ist er weg. Der ist direkt weg. Die Frage, die ich mir an der Stelle stelle, er hat nur noch ein HP. Wenn er jetzt ein Medkit nimmt, dann hat der wieder 100 HP. Alle gehen davon aus, ein Medkit macht 100 Leben. Aber letzten Endes, wenn du nur noch ein HP hast und ein Medkit nimmst, dann macht es ja nur 99 Leben und nicht 100. Also wie viel HP macht jetzt überhaupt ein Medkit? 99 oder 100? Das ist die alles entscheidende Frage. Zieht sich nochmal den Biggie hinterher, dann hat der auf jeden Fall 150 Leben. So, da vorne sind auch noch ein paar Stück am Fighten. Ich glaube, da geht der auch direkt rein. Ne, der farmt sich noch ein paar Meds. Ist auch eigentlich wichtig, weil der hat nur 550 Meds oder so. Das wird für einen Fight gegen einen guten Gegner nicht reichen. Da geht der ein bisschen rein mit AR. 90 Damage gemacht. Geht der hier auf High Ground, ne? An sich ja eigentlich schlau, aber... Ah, ich glaube, den will der haben, ne? Ich würde da jetzt auch reinpushen, weil der ist bestimmt low. Jede Wette, der ist low. Wo ist denn überhaupt der Gegner? Ist die Frage. 110er rein. Okay, der macht da eine Metallwand hin. Da kommt der Hase aber von der Seite. Oh! Anonymer. Hat geklärt. Hat auch noch Matt Nebel, alles drum und dran. Der wird auf jeden Fall die Zone überleben. Es sind immer noch einer Ticks. Von daher, das packt er ganz entspannt. Wir können ja in die Wiederholung gehen und dann sehen, wie er wieder heißt. Ne? Deswegen können wir trotzdem zugucken. Leben auch noch 24 Spieler. Das heißt, es zählt noch. Falls der jetzt auch nochmal sterben sollte, die Person hier, dann zählt es auch immer noch. Okay, ich glaube, der spielt auch mit Double Movement. Oder ist ein Controller-Spieler. Das hat man so ein bisschen beim Movement halt eben gerade gesehen. Okay, was sagt die Zone? Oh, ist okay. Der hat auch genug Zeit. Obwohl, nee, die Zone geht jetzt direkt los, ne? Oh, shit. Ja, aber der hat noch ein bisschen Mettnebel mit 30. Das müsste eigentlich vollkommen reichen. Und nach dieser Zone gibt es, glaube ich, 2er-Ticks. Was macht der denn hier, Alter? Ich glaube, der will die Umwelt verschönern mit seinem Mettnebel. Digga, und dann findet der direkt da ein neues, ne? Junge, was ist das denn für einer? Ey, wie viel Glück hat der? Nimmt der jetzt für Mett... Der nimmt die Sturzpolster. Wo macht er das? Ich hätte an seine Stelle lieber Mettnebel mitgenommen, sag ich dir ehrlich. Ja, der nimmt Sturzpolster. Falls er jetzt sterben sollte, zählt es auch nicht mehr für die nächste Person, dass ihr Bescheid wisst. Weil es leben jetzt nur noch 19 Spieler. Dementsprechend, wenn es stirbt, müssen wir in die nächste Runde reingehen. Okay, da hat der auch nochmal ein paar Sturzpolster, ne? Ist jetzt hier auch in der Zone. Geht, glaube ich, nochmal auf Highground. Checkt nochmal links überall alles ab, ob da irgendwo Gegner sind. Ja, da vorne ist einer. Aber ich glaube, das ist ein Bottyboy. Ja, ja, das ist doch safe ein Bottyboy, Digga. Oder? Nee, das ist ein richtiger Spieler. Der ist absolut One-Hit. Hol dir den. Da, gib ihm, Junge. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt, One-Hit. Da vorne ist einer, naja. Ja, ich glaube aber, dass das ein Bottyboy ist. Ja, das ist ein Bottyboy, Digga. Der verliert fast gegen Bottyboy. Der hat nur noch 20 Leben. Bro, das ist ein Bot. Digga, er wird fast von Bot wegrasiert, aber der hat auch übel gehittet. Krass. Okay, jetzt fährt der in eine Zone. Top 8-Situation. Ich bin mal gespannt, ob der das klärt. Da vorne ist einer. Da gibt er ein bisschen Laser. Der kommt mit Zone rein. Push den. Geh rein. Jetzt gibt er nochmal. Boah, Schildcrack. Herr No-Skin ist das. Ich glaube, der pusht jetzt. Ja, ja, der pusht jetzt. Der will rasieren. No-Skin macht ein bisschen Gespraye. Oh, ich glaube, dass den wir zugucken, dass der gut ist. Ich glaube, der spielt gut, oder? Ja. Siehst du, der No-Skin, der baut zu viel. Oh! Das war jetzt für beide Parteien richtig knapp. Aber der hat nicht mehr so viel Leben, ne? Der hat jetzt nur noch 105 Leben tatsächlich. Hier liegt auch nirgendwo ein Medkit oder so. Deswegen sage ich immer wieder... Okay, jetzt hat er noch Colombo-Bären gefunden. Aber ich sag immer wieder, zwei Sachen mitnehmen, die Leben voll machen. Entweder Green oder Blue Life. Immer mitnehmen. Und ganz wichtig, Minis dabei haben. Ob ihr jetzt Minis Mednebel, Minis Medkit, Minis Biggie mitnimmt, ist egal. Aber immer zwei Arten von Blue oder Green Life mitnehmen. Immer. Weil nur Minis mitnehmen, immer kritisch. Der hat da auf jeden Fall mit den Colombo-Bären nochmal Glück gehabt. Okay, da kommt der nächste No-Skin, Junge. Nein, das ist so ein Spray-Pucks, ne? Boah, sowas wird mich übertrieben nerven. Oh, Laser. Oh, Schildcrack. Was macht der? Was hat das jetzt gebracht? Verstehe ich nicht. Hä, was macht er denn jetzt? Macht der Trick 17 oder was? Ach so, ich glaube, der will sich jetzt hier wegballern, ne? Hä? Ja, hat wohl nicht ganz funktioniert, du. Bro, er holt sich auch noch voll Damage. Was macht der? Junge, er denkt, das ist ein Trampo, Digga. Das war's mit dem. Also, wenn er das jetzt noch klärt... Ne. Ne, vorbei. So weit sind wir noch nie gekommen, aber so... Ja. Jetzt leben nur noch zwei Gegner...
und er hat verloren, weil er unvorsichtig war und einfach zu wenig Leben hat, weil er zu wenig Leben mitgenommen hat. Ja, Leute, das war jetzt aber übertrieben knapp. Ich würde sagen, wir gehen in die zweite Runde rein. Abflug. So, Leute, zweite Runde. Also die erste Runde jetzt gerade eben war wirklich super knapp. Top 3 Situation, aber er hatte einfach zu wenig Leben. Und hätte der auf meine Tipps gehört, dann hätte der das bestimmt auch gewonnen, weil dann hätte der mehr Leben allgemein gehabt. Oh, wer ist das denn hier vorne? Ein Rain Raider 2.0. So, und ich würde sagen, in der Runde gehen wir nach Tilted Towers. Ich nehme einfach mal die Pump mit und ich baue mich runter und dann kann mich irgendwer killen. Komm mal zu mir, Junge. Ja, kill mich. Ja, okay. Tim11VN spielt hier den Battle Pass Skin. Ich weiß nicht mehr, was Doom... Ich glaube, das ist Dr. Doom oder sowas, ne? Der hat auf jeden Fall krasse Skin-Kombo. So Schwerter als Backblink und dann so eine Riesenhacke. Ich glaube, das ist die von Brutus. Ich weiß aber nicht mehr. Die Kombo sieht aber sehr, sehr stark aus. Backblink würde ich noch vielleicht was anderes nehmen. Aber, Digga, der ist auf jeden Fall stark unterwegs mit seiner Kombo. Muss man ihm lassen. So, hat hier Mad-Nebel und so. Dies, das. Okay. Oh, da unten ist einer drinne irgendwo. Ist da einer drin, Junge? Ich glaube schon, ne? Ja. Oh, der Sneak geht aber anders weg. Hat der Hit abbekommen? Ja, der ist absolut fast One-Hit. Digga. Oh nein, Junge. Jetzt kommen auch noch Granaten. Das war's. Anonymer hat geklärt. Recon Expert. Okay. Oh. Das war's. Lorex. Geh auf ganz wild angelehnt hier mit exklusiven Buchstaben. Oh, kriegt einen Laser von hinten. Yo, er riftet einfach mit LKW. Digga. Glaubt, der wird von allen gefokust. Naja. Omarym 5. Es leben noch 48 Spieler. Alles noch im grünen Bereich. Aber ich glaube nicht, dass der gewinnt. Ich sag dir ehrlich. Nichts gegen Omarym 5. Oh, was macht der? Der ist fast runtergefallen. Der ist voll verwirrt, glaube ich. Ach so, weil der keine Mats mehr hat, ne? Und dann wollte der noch bauen ohne Mats. Yo! Bro, was trifft der mit der Pistole? Was macht der, Digga? Geh doch von einem Schwein runter, Junge. Bro, er baut mit Schwein... Oha! Oha! Quack! Quacky! Quacky! Hey, Quacky, Mann! Diesmal ohne C geschrieben, okay. Zahnbürste am Start. Den hat der. Den hat der. Der spielt ja mal richtig gut. LOL. Zahnbürste, Digga. Quack, Alter. Bro. Holy shit. Da kommt direkt der Nächste. Oh, der will da oben rein. Madkid hat er sich aber noch reinpfeifen können. Aber er macht genau denselben Fehler. Er nimmt nur Minis mit. Verstehe ich nicht. Ich glaube, der wartet jetzt, bis die Gegner von irgendwo kommen. Oh mein Gott, Digga. Oh, der hat gut getroffen. Mach Metallwände. Was macht der? Du hast zu... Bro, er boxt. LOL. Er spielt richtig gut, aber der riskiert zu viel. Weil er so pusht, weil der hat so wenig Leben. Normalerweise müsste der sich erstmal geben. Aber ich glaube, der hat umgekehrte Psychologie gemacht. Der tut so, als wenn der Full-Leben hat. Pusht die Gegner, damit die Gegner nicht mehr pushen. Dass die Gegner abhauen und sehen, wie gut der spielt, um sich dann im Endeffekt zu healen, weil die Gegner den in Ruhe lassen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, jetzt benutzt er hier seinen Grappler-Arm. Geht ein bisschen abchecken. Oh, da ist der Nächste. Er baut sich erstmal zu. Oh, Junge, der ist richtig aggressiv, ne? Kriegt aber nicht ein einziges Mal die Wand. Doch, jetzt hat er den. Macht der Metallwand dahin. Oh, war aber wieder ganz schön knapp hier, ne? Da liegt eine mythische MP. Seit wann gibt es denn diese mythische MP? Ich wusste gar nicht, dass es diese mythische MP gibt. Lol. Ah, Neues dazu gelernt. Oh, da ist der Nächste, Digga. Er holt den vom Seil runter. Okay. Digga, der spielt wirklich gut, ne? Ein bisschen Laser von Seite wieder. Oh, Bro. Nur noch 90. Okay. Digga, der baut so gut, Junge. Holy shit. Aber verliert gerade trotzdem, ne? Boah, Junge, was ist das für ein Fight? Oh mein Gott. Wie der spielt. Junge. Der baut so gut. Heilige Makrele. Das war jetzt wieder übel schlau von dem. Phone oben drauf.
Oh, shit, Digga. Der klärt das auch noch, Junge. Der rasiert alles. Oh, direkt der nächste Fight. Ich glaube aber, dass das ein Bottyboy ist. Oh, den hat er bekommen, Digga. Ja, war aber ein Bottyboy, ne? Von daher kein Problem für ihn. Okay, das ist direkt der nächste, aber so noch ein bisschen Auge. Digga, der baut so geil. Junge. Bro, so nice. Aura gibt aber dicken Hit. Nur noch 80. Oh, Digga. Wow. 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 Pikes. Was war's mit dir? Junge. Ach, Ada ist auch drin, ne? Und Massimo. Krass, Digga. Die sind auch beide dead. Aber ich glaube, gegen ihn hier wird sehr, sehr schwer. Weil der spielt wirklich ultra gut. Frage ist natürlich jetzt noch, ob er gewinnt. Aber ich glaube, wir haben wirklich jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal hier einen Spieler, der wirklich die 5000 V-Bucks gewinnt. Nach Regeln. Boah. Okay. Ja, ein bisschen verkackt er jetzt gerade hier. Jo, jetzt gerade geht es ein bisschen in die Hose, ne? Wow! Ey, das war aber richtig knapp. Das war richtig knapp. Digga, was hat der für Aim? Das war ja fast wie Soft-Aim. Junge, irgendwie, das war jetzt richtig komisch von dem Kollegen. Weil der hat sich so komisch gedreht und irgendwie ging irgendwann jeder Schuss rein. Keine Ahnung, Alter. Gönnt sich hier nochmal ein bisschen Heal. Hat auch Glück gehabt, dass er noch Mettnebel gefunden hat, weil der hätte auch anders aussehen können. Leben auch nur noch 4 Gegner und die Zone ist richtig klein. Der ist aber jetzt ein schlauer Hase, weil die Zone jetzt relativ klein ist. Braucht er im Endeffekt nur noch eine Pump und eine MP. Und genau diese beiden Waffen hat der nur mit. Der hat keine AR mehr. Hat aber dafür den Grappler, womit der halt eben die Leute pushen kann und dementsprechend keine AR mehr braucht. Und der hat die Regel eingehalten. Minis und Mettnebel. Gute Kombo. Und der wird auch bestimmt gewinnen mit der Kombo. Safe. Liegt natürlich jetzt nicht nur an der Kombo, aber der spielt ja auch gut, ne? Aber ihr wisst Bescheid. Boah, Digga, der macht richtig Ramazamba. Ohne Spaß. Ich glaube, der hier unten, der wird nicht gewinnen. Boah, 125. Junge, guck dir das mal an. Ey, krank, Mann. Boah, Digga. Was macht der? Wacky! Okay, da ist der nächste Gegner, den pusht der auch, ne? Bro, ich will nicht wissen, wie viele Kills der die Runde gemacht hat. 7, 8 Kills, locker. Digga, der macht das so gut, Junge. Holy shit. Gegner haut erstmal ab, hat da gar keinen Bock drauf. Der wird auch verlieren. Der hat wieder dicksten Laser bekommen. Trifft irgendwie jeden Hit. 2 Gegner nur noch. Banner. Ja, der wird gewinnen. Der wird gewinnen. Ey, also wenn der jetzt noch verliert, dann weiß ich auch nicht. Boah, Digga. Boah, Digga. So gut, Junge. Wow, Junge. Boah, Bro. So clean, Junge. Aber der hat auch Probleme. Oh, da kommt Aura. 74. Ich bin fassungslos, ich sag dir ehrlich. Warum spielt der keine Arena? Warum spielt der keine Arena, Digga? Warum spielt der normale Runden? Boah, Digga! Was macht der, Junge? Den hat der. Krank. Krank. Krank, Digga. Junge, der ist mir bisher, sag ich ehrlich, so in diesem Format der krasseste Spieler, den ich so gesehen habe, sag ich dir ehrlich. Quack hieß der, ne? Das ist ein Pole, Junge. Ja, ja, hier oben. Quack. Quack. Okay, Digga. Okay, bisher hat der nicht angenommen. Ist ein Pole. Digga, der muss annehmen, Junge. Kann halt auch gerne zeigen, dass der noch nicht angenommen hat. Hier, wenn ich auf den Namen gehe, ich habe den auf jeden Fall geändert. Ich kann ihn nur noch blockieren. Ich habe jetzt extra meine Cam weggemacht, damit man das hier sieht, ne? Ja. Der muss auf jeden Fall annehmen, sonst kann ich da nichts machen. Wir gucken. Bisher kam dann heute nichts. Ich gehe jetzt in die Lobby und dann warte ich mal 5 Minuten und dann werden wir sehen. Wir warten so 5 Minuten, dann gucken wir, ob der angenommen hat. Wenn er nicht angenommen hat, Digga, einfach schade. Ja, Leute, was soll ich machen? Ich habe jetzt 5 Minuten gewartet. Der Typ, der hat einfach nicht angenommen. Wenn ich den jetzt hier auch suche, steht immer noch Suchergebnisse 0. Das heißt, die Freundschaftsanfrage von mir ist immer noch bei ihm in der Liste drin. Und der hat bisher einfach nicht angenommen. Ich kann jetzt hier auch keine halbe Stunde, Stunde warten oder sowas. Aber ey, der war richtig unnormal heftig. Unnormal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er das Video sieht, ist eigentlich bei 0, weil das ist ein polnischer Spieler und kein deutscher.
Ja, Junge, was soll ich machen? Baba-mäßiges Gameplay wurde leider nicht bezahlt, weil er die Freundschaftsanfrage nicht annimmt. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ich würde sagen, haut da rein.